War wirklich der erste Kontakt mit einer alten Alpine hier und am Anfang habe ich mir gedacht, okay gut, besser man fährt damit wenig und intensiv, aber mittlerweile kann ich schon relativ unpeinlich ein- und aussteigen, ohne dass die Leute herumlachen. Man hat das Gefühl, das Auto ist um die zwei Insassen herum gebaut. Es ist nicht wirklich geräumig drinnen, man muss den Beifahrer sehr gern haben. Es ist ein Auto, das einfach zu einem nur gebaut ist zum Fahren und es macht ihren Spaß. Ich bin das erste Mal mit einer Alpine unterwegs. Also das Gefühl war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dieses Fahrzeug ist nicht von der Straße zu kriegen, dass man versteht, dass 1970, 71, 72 einfach unschlagbar war. Die Alpine war im Rallye-Sport wirklich eigentlich immer ganz weit vorne. Und das versteht man, wenn man selber dann wirklich damit unterwegs ist. Die neue Alpine, muss ich sagen, die schafft es jetzt doch, den typischen Esprit dieses Designs einfach rüber zu retten in die heutige Zeit. Und auch das hat mich fasziniert. Also auch dieses neue Auto, glaube ich, ist etwas sehr Mutiges, sehr Innovatives. Das ist ein Sportcar und mit DNA von der ursprünglichen Alpine. Das heißt, es ist zweimal eine Freude für uns, eine neue Marke Alpine und mit der ursprünglichen ADN von Berlinette. Wir haben 40 Jahre Unterschied zwischen beiden Fahrzeugen. Aber trotzdem, diese Light-Fahrzeug, dieser Fahrspaß, die Möglichkeiten, alles auszuschalten, nämlich den ÖSP und so weiter und so fort, im Modus Sport, sie haben schon dieses Feeling von dem Alter. It is a very modern car in its design, so you can very easily see the link between the two cars and you can see they are almost sisters. But the other element that was very important for us was to recreate the driving pleasure that you had in this car. And it's based on three main elements. The first one is the chassis, the basic elements of the car. The second one was the architecture, the fact that we've put the engine in central rear position, which gives an excellent balance of weight between the front and the rear. And the third element, which is very important to also ensure the driving sensation, is the weight. So the car is only 1100 kilos, so very light, giving an excellent weight to ratio power, just above 4 kilo per horsepower. Klassik trifft Trend, Klassik trifft Moderne, Klassik trifft Hightech und wenn man die beiden Modelle nebeneinander sieht, weiß man nicht, wofür welches man sich entscheiden soll. Am besten ist, man schaut, dass man einen antiquierten bekommt und gleichzeitig einen neuen bestellt. In der Linienform im Hinblick auf das Motormanagement, der Innenraum, die Sitzqualität ist einfach erstklassig und wunderbar. Also sehr wahrscheinlich, dass ich mir so ein Auto in die Garage stellen werde. Ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht und sehr beeindruckt, weil das Fahrzeug dieses Fahrgefühl, dieses typische Alpin-Fahrgefühl von der Optik und von der ganzen Sitzposition her super wiedergibt. Also man sitzt wirklich komfortabel und trotzdem sportlich in dem Auto. Es ist eine sehr emotionelle Marke. Wir haben sehr viele Kunden aus der Vergangenheit auch, die sehr positiv gestimmt sind, um hier Alpin wieder auf den Markt zu bekommen. Erste Sitzprobe ist einmal sehr positiv, weil es für das Konzept eigentlich sehr interessant ist. Man hat plötzlich Platz drin in den Alpinen. Das ist ein Auto, mit dem man sich auch vorstellen kann, einmal eine längere Reise zu zweit zu machen. Wir haben schon fast 50 Kaffeeträger, schon heute, vor Reservierung. Die erste Lieferung sollte Ende des Jahres kommen. Ich habe mir immer gedacht, die bei Renault, die trauen sich was und das hat mir immer gefallen.